Hallo, ich möchte euch heute meine neue Hummingbird-Gitarre vorstellen. Sie stammt aus der Gibson-Familie und wird unter der Marke Epiphone vertrieben. Eine Original-Gibson kostet bis zum Zehnfachen des Preises einer Epiphone. Wobei die Firma Epiphone schon im Jahr 1873 gegründet wurde. Epiphone wurde im Jahr 1957 von Gibson übernommen. Meine Hummingbird wurde in Indonesien geproduziert. Die Indonesier haben eine lange Tradition im Instrumentenbau. Die Hummingbird ist eine Dreadnought Akustikgitarre. Diese Dreadnought Bauart wurde im Jahr 1916 entwickelt. Die Decke besteht aus Fichte, Korpus und Hals aus massivem Mahagoni, Griffbrett Rosenholz. Der Tonabnehmer ist ein Shadow E-Performer Preamp. Jetzt mit Verstärker. Gleich nun eine ganz normale Western-Gitarre. Die ist auch gut. Die lässt sich wesentlich schwerer spielen.